sind hier, um dein erstes Buch vorzustellen, Bhakti. Ja. Bist du bereit, heißt der Titel. Genau. Und sofort will eine Antwort gegeben werden auf diese Frage. Wo führst du uns hin mit deinen Worten? Wo willst du uns mit hinnehmen? Wo wollen wir uns begleiten? Was ist das Ziel? Ja, das Ziel ist ganz klar die Antwort. Wenn ich diese Frage beantworte, wenn ich sage, ja, ich bin bereit, dann kann ich empfangen, was für mich bereit steht und was für uns bereit steht. Und da geht es hin, diese Antwort zu geben, immer wieder in jeder Situation, in jeder Beziehung, diese Bejahung und diese Antwort zu geben. Ja. Was ist es, was du brauchst, um die Worte, die du schreibst und aufschreibst und die wir lesen können jetzt in deinem Buch, welche Umstände brauchst du? Was ist das Milieu? Kannst du uns da was zu sagen? Ja, das ist eine Frage, die mir schon öfters auch gestellt wurde. Ich brauche kein bestimmtes Milieu, um zu schreiben. Ich brauche keine bestimmte Situation. Vor allem braucht es meine Bereitschaft zu hören. Und diese innere Stimme, die bringt mich dazu, diese Worte aufzuschreiben und mich selbst klar auszurichten. Und es ist wie ein Selbstgespräch, wie eine Botschaft, die ich empfange. Und sie ist nicht nur für mich, ich gebe die Botschaft, ich teile sie. Und in diesem Buch gibt es Teile, da schreibe ich über eine ganz persönliche Erfahrung. Und es gibt Teile, das sind mehr Botschaften, die ich empfange. Und es kann sein, dass ich mal schreibe, wenn ich mir überhaupt nicht vorgenommen habe, dass ich schreibe, und dann in irgendeiner bestimmten Situation bin und ich innehalte und ich das unterbreche, was ich tue, und mich hinsetze und schreibe. Ja, Bhakti, deine Texte begleiten mich ja nun auch schon einige Monate und ich bin ja immer wieder auch selbst sehr bewegt von dem, was du schreibst. Ein roter Faden zieht sich da für mich durch und der heißt Dankbarkeit. Und was ich da so lese, ist eigentlich, ich sehe dich immer wieder dankbar zu sein denen du diese Botschaft auch gibst. Und das inspiriert dann auch wieder bei mir Dankbarkeit und ich denke auch sicherlich bei anderen. Vielleicht magst du uns dazu noch was sagen. Ja, das ist sehr schön, Sophia. Ja, ich bin auch sehr dankbar für diese inspirierenden Worte, die ich für mich empfange, und diese Freude darüber, das zu teilen, die ist so groß, wenn ich sehe, dass es dich inspiriert und viele inspiriert. Und das ist immer so eine frohe Botschaft, die wir miteinander teilen. Und ich erlebe das ja selbst, ich habe es so oft erlebt, wenn es eng wird in dem finsteren Tal, in dieser finsteren Nacht, genau da diese inspirierende Stimme zu hören, die immer gütig ist und die nicht urteilt, die mich ganz frei von irgendwelchen Urteilen mich durch alles durchführt und wir gemeinsam das miteinander teilen, das ist wunderbar. Das ist so eine Freude. Bhaktis neues Buch. Bist du bereit? Hier ist es.
Wie fühlt sich das für dich an? Ja, es fühlt sich wunderbar an. Und an der Stelle möchte ich erwähnen, dass der wunderbare David Hofmeister mir ein sehr schönes Vorwort geschrieben hat, für das ich auch sehr dankbar bin. Ja. Ja, was ist die Botschaft, mit der du es in die Welt geben willst? Oh, die Botschaft. Das ist eine frohe Botschaft. Und diese Botschaft enthält, es gibt immer einen Weg. Es gibt immer eine offene Tür in jeder Situation, mitten im Schmerz, mitten in einer scheinbar aussichtslosen Situation, gibt es eine offene Tür, einen Weg, der uns und dich ganz persönlich mitten hindurch führt. Und die frohe Botschaft, die ist da, das ist die Inspiration, etwas, was ganz klar durchdringt. Ja, Bhakti, möchtest du uns ein paar Zeilen vorlesen aus deinem Buch? Ja, sehr gerne. Ich schlag mal auf. Ja, und lies mal ein bisschen vor. Es geht tiefer. Es könnte sein, dass du glaubst, dass du schon mal weiter warst auf deinem Weg. Doch sei dir vollkommen sicher, das ist die wesentliche Aussage dessen, dass es lediglich immer tiefer geht. Und zwar in die Bereiche, die du vorher noch vom Licht ferngehalten hast. Denn du hattest immer noch selbst aussortiert und unter einem bestimmten Aspekt manches als würdig und heilig und anderes als unwürdig von dir abgespalten. Jetzt begegnest du nochmal allen Ideen und Themen, damit alles insgesamt von dir neu wahrgenommen werden. Und zwar diesmal nur im Licht deines reinen Selbstes, das allem, was in dir aufsteigt, einen heilsamen und stillen Segen verleiht. Manchmal glaubst du, dass du einen Schritt zurückgegangen bist. Ja, das mag so erscheinen. Jedoch geht es weiter. Es geht in die Tiefe. Ja, Bhaktis Buch, bist du bereit? Ist ab sofort unter der folgenden E-Mail erhältlich und vorbestellbar.